ist da jemand am Snacken? Kannst du überhaupt was sehen? Wieso? Ja, weil das Licht aus ist. Tada! Ja. Er ist kein Thunfisch alleine. Alleine, weil du magst ja keinen. Wie, ich mag keinen? Magst du keinen Thunfisch? Ja, geht so. Ich bin jetzt nicht so der Thunfischliebhaber, dann lieber Chicken oder Beef. Nicht du? Und außerdem, du hattest ja auch schon was, oder? Vielleicht. Vielleicht? Was hattest du denn? Eigentlich wollte ich ja fasten bis nach dem Training, weil wir wollen gleich noch einkaufen gehen, wollen ins Gym gehen, wir nehmen euch natürlich mit. Und dann habe ich vorhin so einen Heißhunger bekommen und ich dachte, boah geil, jetzt einen Proteinriegel, das wäre was. Und dann habe ich mir so einen Crunchy Bar genommen und dann habe ich noch mehr Hunger auf einen Proteinriegel bekommen. Wie das so ist. Manchmal bin ich zufrieden damit, manchmal bin ich nicht zufrieden. Vorhin war ich nicht zufrieden damit. Ja, und dann habe ich mir nochmal einen Riegel genommen und zwar so ein Combat Crunch. Genau, Combat Crunch. Und der ist halt auch richtig gut. Und ja, da habe ich gedacht, geil, scheiße, was machst du jetzt? Ich will noch mehr essen. Ja, und dann habe ich diesen Combat Crunch Riegel gegessen und dann dachte ich mir so, hey, nein, den dritten Riegel kannst du dir nicht geben. Das geht nicht. Weil geht auf keinen. Overload. Das geht auf keinen Fall. Dann habe ich überlegt, okay, was isst du denn jetzt? Wir müssen noch einkaufen gehen. So viele kalorienarme Sachen haben wir nicht mehr da. Einen Apfel hattest du schon. Ah ja, ich habe auch noch einen Apfel gegessen. Ich hatte noch einen Apfel von dem Riegel, habe ich vergessen zu sagen. Ja, und dann habe ich mir einfach noch ein Oatmeal gemacht mit ein bisschen Whey und so. Ja, und letztendlich habe ich dann jetzt schon, glaube ich, 700 Kalorien gegessen. Es sind 14, es ist 14 Uhr, also das ist jetzt auch nicht so schlimm. Halb so wild, Leute. Ich zeige euch mal kurz die Riegel. Ja. Hier in unserer Riegel-Schublade, tada, hier liegen so einige Sachen rum. Auch einer von Wenkes angekauten Riegel. Manchmal steht die nachts auf und beißt dann ein Stück von ab. Hey. Was, ey? Was? Ja, dann haben wir hier halt noch so Len & Larry's Cookies, hier so Nutrifull Soßen und dann halt hier so unsere kleine Riegelbox. Und ich esse halt gerne diese Smart Crunch Riegel. Und zwar, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Scheiße, ich glaube, ich habe die schon alle aufgegessen. Oh nein! Leute, tut mir leid, ich glaube, ich habe den White Chocolate Cookies Riegel schon aufgegessen, aber dieser hier ist auch ganz nice. Milk Chocolate Coconut und das ist der Combat Crunch Riegel, von dem ich gesprochen habe. Aber nun mal so, der White Chocolate Cookies ist auf jeden Fall mein Lieblingsriegel und ja, den habe ich jetzt gerade schon aufgegessen. Wir haben keine mehr. Das heißt, ich muss wieder welche nachbestellen. Ja. Dass du die auch immer so schnell aufessen musst. Manchmal isst man gerne mal ein bis zwei Riegel zu viel. What you got yourself into? What you got yourself into? So, bevor ich euch was Falsches erzähle, schauen wir lieber nochmal nach, was ich gegessen habe. Und zwar hier die Makros von dem, was ich euch erzählt habe. 87 Gramm Kohlenhydrate, 58 Gramm Eiweiß und 18 Gramm Fett habe ich bis jetzt schon drin. Und es ist 14.28 Uhr. Was machst du denn hier? Unsere Sachen auspacken. Hast du Deko geholt, ne? Zeig mal hier. Einmal das. Was denn? Das hier. Der Tischläufer. Die Vase. Diese Blumen. Wie findest du die? Die sehen ganz gut aus. Und diese Dinger. Da kommen aber noch Lampen rein. Lichterketten oder leuchten die? Ich dachte, die wären so groß. Nicht so groß. Und das war's? Ja. Okay. Okay. Moin moin und herzlich willkommen im neuesten Vlog und zwar wieder in einem Fit-Couple. Geil. Vlog. Was machst du da? Na gut. Und zwar nehmen wir euch heute wieder ein bisschen mit durch den Tag. Wir werden gleich noch einkaufen gehen. Wir zeigen euch auch ein Training. Jedoch, das Training, was wir euch gleich im Video zeigen werden, das ist jetzt nicht aktuell, sondern das ist unsere letzte Trainingseinheit
vor der FIBO gewesen und ich wollte die noch unbedingt irgendwie in einem Vlog einbauen. Dann habe ich gedacht, okay, in dem FIBO-Vlog ist nicht ganz so cool, das dort mit einzubauen. Hat auch zeitlich nicht so gepasst. Passt hier auch zeitlich nicht unbedingt rein. Aber ich habe mir gedacht, okay, damit ihr das auch im Training nochmal so ein bisschen seht, wie unsere Form so aussah, haue ich das hier mit ins Video. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, haben wir eine neue Lampe bekommen hier im Wohnzimmer. Und zwar haben wir die von IKEA, weil ich weiß ganz genau, dass in die Kommentare wieder stehen wird. Woher kommt die Lampe? Genau, woher kommt die Lampe? Deswegen nehme ich das schon mal vorweg. Und hier hinter mir, wir haben auch eine neue Uhr bekommen. Die ist von Otto. Otto? Gefunden auf otto.de. Genau, die hatte aber Lieferzeit, ne? 6 Wochen. Genau, 6 Wochen Lieferzeit, bis wir die Uhr bekommen haben. Auf jeden Fall mega cool. Und ja, hier wird schon wieder an der Lampe gespielt. Cool, oder? Was für ein Sauwetter, oder? Deutschland. Hast du auch eine Einkaufsliste vorbereitet? Nein. Nein. Weil du das immer machst. Ach so. Gehst du schon mal vor? Aber nicht so viel Quatsch kaufen. Ganz ehrlich, als würde ich Quatsch kaufen. Wenke war vorgestern beim Tupperabend. Ne? Ich weiß nicht, wie das ist, aber vielleicht wird da mehr Quatsch gekauft als hier. Gurken sind ja eigentlich nicht so meins. Ne? Ich habe jetzt gerade die anderen eingepackt. Aber die schmecken besser. Ich glaube, das sind auch. Wo? Auf Vorrat, versteht sich. Weil sind gerade im Angebot, ne? Nee, die gibt's ja nicht. Eier, wir brauchen Eier. Die Bio-Eier her. Das sieht doch ganz gut aus. 1, 2, 3. Wollen wir die mal probieren? Ja, auf jeden. Aber dann brauchen wir noch Cereals. Und ja, wir wissen, dass es den Exquisa auch eigentlich noch günstiger gibt, aber leider nicht in unserer Stadt. Beziehungsweise nicht in unserem Markt. Und da fehlt auch einfach die Lust, alle möglichen Märkte in der Umgebung abzuklappern, nur um einen Frischkäse zu kaufen. Und ja, dann nehmen wir halt den Exquisa. Gibt's ja nichts. Außerdem schmeckt er uns ganz gut, von daher. Eben. Never change the running system. Dreimal Gains. Das reicht, oder? Dreimal Gains. Wir haben noch Gains zu Hause. Haben wir? Ja. 2? Ja. Ich kann auch nichts dafür, dass du so auf die Toilette musst. Tja, selber schuld. Das war hin. Haben die nur Carbs? Ja. Mitnehmen. Welchen?
den Zimt oder mit Butterkeks-Geschmack? Na, Zimt, den ne? Original. Obwohl Butterkeks, nimm beide mit. Und das hier? Also das hat hier nur 3,2 Gramm Fett alles, ne? Aber pro Riegel. Ja und? 3,2 Gramm, was ist denn das? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die sehen nicht so lecker aus. Ne, finde ich auch. Die sind bestimmt aus Vollkorn. Getreide steht an erster Stelle. An erster. Und an zweiter Zucker? Nee, Glukosesirup. Das ist Zucker. Schmecken die? Ich weiß es nicht. Wonach schmeckt das? Nach Cheerios. Haben die Fett? Geht. Heute Cheerios. Zack, 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 zack. Da ist es. 122 Euro Einkauf. Das müsste jetzt erstmal ein bisschen reichen, oder? Ja, wir haben ja auch Produkte eingekauft, die wir für den Haushalt brauchen, die wir nicht ständig einkaufen müssen. Genau, war nicht nur Essen dabei. Putzsachen. Können wir gehen, ja. Putzsachen, Toilettenpapier, Reinigungssachen, Cremes, Zahnpasta. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder alles. Ich hoffe, das reicht für 3 Tage. 3 Wochen. Monate, 3 Jahre. 3 Jahre. Wie ist das? Du hast natürlich den kleinen Typen geschnappt, ne? Ich habe mir gar nichts geschnappt, du hast es mir weggenommen. Stimmt nicht. Stimmt wohl. Stimmt nicht. Hast du denn, du bist ja wohl der starke Mann hier, oder? Bin ich, ja. Das bin ich. Wer nascht da? Ich muss sie probieren. Ich kannte die noch nicht. So Freunde, erstmal an dieser Stelle ein dickes Dankeschön, wenn ihr soweit schon zugeschaut habt. Deswegen, ich muss es immer sagen, weil meistens vergisst man das. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, beziehungsweise wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst dem Video einfach mal einen Daumen nach oben da. Wir würden uns mega darüber freuen. Und außerdem hilft uns das natürlich, damit dieser Kanal hier wächst. Deswegen, wenn ihr ein Video von uns schaut, dann lasst uns doch auch gerne einen Daumen da. Wir würden uns riesig, riesig drüber freuen. Genau, Benk hat dazu alles soweit gesagt. So, auf jeden Fall möchten wir euch jetzt gerne mitteilen, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wir haben euch ja schon erzählt in unserem Urlaubsvideo, dass die Fit Couple Diät-Serie natürlich weitergeht. Hängt damit zusammen, dass ich auch noch ein Videoprojekt habe, was neu terminiert werden muss. Also es gab erst einen Termin, der wurde verlegt. Und jetzt müssen wir erstmal einen neuen Termin finden. Ich denke mal, der wird in ungefähr 3 Wochen sein. Deswegen, ich habe noch genug Zeit dafür, um dann die Diät nochmal anzuziehen und um dann bei dem Videodreh halt auch gut auszusehen. Aber wir wollen natürlich auch im Sommer, sage ich mal, eine einigermaßen gute Form haben. Du möchtest das auch haben? Ja, definitiv. Ich will auf jeden Fall erstmal wieder so aussehen wie vorm Urlaub, weil das ist nicht akzeptabel. Und das ist jetzt sozusagen mein erstes Ziel. Ich will wieder so aussehen wie auf der FIBO. Und weil mir das da noch nicht so gut gefallen hat, will ich noch ein bisschen mehr runter. Also und noch ein bisschen tiefer als auf der FIBO? Ja. Du sahst aber gut aus. Ja, da geht aber noch was. Und also ich habe jetzt keinen Termindruck oder so, denn bei mir steht nichts an. Das habe ich auch schon auf meinem Instagram-Profil einmal geschrieben. Also wie gesagt, Pre-Urlaubsform wiederbekommen und noch ein bisschen definieren. Für mich selbst. Für dich selbst. Für mich selbst. Zur Bikini-Strandfigur oder was? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Sommerfigur, Strandfigur. Genau. Zuhause Frisur, genau, Figur. Zuhause Frisur. Ja. Spaß beiseite, Leute. Ich denke, ihr wisst, was ihr meint. Wir wollen zum Sommer hin natürlich fit aussehen. Wollen dann, wenn wir auch mal hier ein bisschen schönes Wetter haben, auch mal zum Strand gehen. Und alleine von der Optik her ist es für einen persönlich natürlich auch angenehmer, wenn man ein bisschen tiefer mit dem Körperfettanteil ist. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass alleine mein Wohlbefinden um einiges besser ist, wenn ich mit dem Körperfettanteil etwas niedriger bin, weil dann gefalle ich mir selbst, sage ich mal, besser. Und es sollte ja bei jedem von uns, beziehungsweise bei jedem von euch auch vielleicht das Bestreben sein, dass man sich natürlich auch in seiner eigenen Haut wohlfühlt. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich gerade nicht wohlfühle,
Ich mag dich so. Dass du mich so magst, weiß ich. Wenke mag es immer ein bisschen fluffiger. Aber es gibt so, sage ich mal, Körperfettregionen, in denen ich mich, ja, sage ich mal, besser wohlfühle als jetzt gerade aktuell. Wobei ich sagen muss, dass es gerade aktuell halt auch so ist, dass ich halt sehr viel Wasser gezogen habe. Alleine durch das ganze Naschen im Urlaub. Und wir haben jetzt die letzte Woche damit verbracht, sage ich mal, auch wieder eine Diät zu machen. Beziehungsweise wir waren jetzt schon eine Woche auf Diät, waren dann gestern nochmal Sushi essen mit Wenkes Eltern, die haben uns hier besucht und haben uns danach noch ein paar Leckereien gegönnt, ein paar Cookies und sowas. Ein paar Nachtische. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Und wir haben uns einfach gesagt, okay, wir kommen aus dem Urlaub wieder, dann machen wir erstmal wieder Diät. Und jetzt in der ersten Woche haben wir es einfach so gehalten, dass wir jetzt noch nicht die Kalorien gezählt haben, beziehungsweise noch nicht so hart in die Diät gegangen sind. Ich habe gezählt. Du hast gezählt? Ich habe gezählt. Jeden Tag? Bis auf gestern, ja. Okay, bis auf gestern. Zum Beispiel, ich habe nicht gezählt. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt aus so einer Cheat-Periode komme, wie man es auch nennen mag, lieber ein bisschen gediegener wieder in die Diät gehe. Das heißt, dass ich jetzt sozusagen die erste Woche nicht gezählt habe. Jetzt ab heute werde ich wieder zählen. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen, dass ich meine Lebensmittel, die ich gegessen habe, getrackt habe und sozusagen wieder voll ins Diet Life zurückgehe. Und Diet Life, das klingt traurig. Das ist gar nicht traurig. Das klingt aber traurig. Also, ich denke, jeder weiß, dass man eine Diät, nicht jeder, aber zumindest unsere Zuschauer wissen, dass man eine Diät halt auch ziemlich lecker gestalten kann. Definitiv. Bestes Stichwort. Fluff. Protein-Cheesecake. Gab es hier alles schon. Also dementsprechend, seid gespannt. Wir nehmen euch natürlich weiterhin mit auf Diät. Der Sommer, ja, der ist ja noch gar nicht angefangen. Wir haben jetzt mal gerade Ende April. Deswegen wird die Diät halt auch noch ein paar Wochen dauern. Und es gibt so ein paar, ja, schicke Termine, die wir letztes Jahr genutzt haben, wie zum Beispiel Himmelfahrt. Dort gibt es ja auch mal so ein paar Partys. Pfingsten. Ich werde noch mit Rico auf Festivals gehen und das wollen wir natürlich dann auch so ein bisschen nutzen, dass wir da nicht fett rumlaufen. Ne? Das ist natürlich nicht so in unserem Sinne. Dementsprechend machen wir noch ein bisschen Diät. Und die genauen Daten, die genauen Termine, die werdet ihr natürlich dann auch bekommen. Und natürlich auch, wie die Diät aussehen wird. Wenn ihr möchtet, könnt ihr also eure Gedanken auch mit in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Wir wollen auch nochmal näher auf unser Training eingehen, weil das ist im ersten Teil der Fit Couple Diet Serie hat das gut geklappt. Im Nachhinein wurde es immer ein bisschen weniger, hing auch mit dem Umzug und sowas zusammen. Aber das wollen wir nochmal wieder aufgreifen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, die ihr unbedingt sehen möchtet, weil wir zeigen euch ja sowieso sehr viel von unserem Leben, nicht nur von dem Training und sowas, sondern auch alles, was so drumherum ist, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, dann versuchen wir darauf einzugehen. Auf einige Kommentare gehen wir ein, auf andere gehen wir nicht ein, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt, nicht jeder Kommentar ist hübsch. Nett gemeint, deswegen muss man da auch ein bisschen selektieren, aber ich denke, ihr könnt das verstehen. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.